Hier ist Radio Qi, der Radiosender mit dem brandheißen News. Ein paar Freunde von mir haben vor einigen Tagen einen herrenlosen Container gefunden. Jetzt ratet mal, was darin war. Okay, okay. Ich verrate es euch. Ein Schiffscontainer voll mit Babynahrung. Es ist so viel Babynahrung, dass es für die Mamas auch noch reicht. Ihr erreicht mich rund um die Uhr auf den Amateurfunkfrequenzen 24 bis 24,5 GHz sowie im Bereich 47 bis 47,2 GHz. Übrigens, mein Freund Henry erklärt euch zu jeder vollen Stunde, wie ihr Biosprit selber herstellen könnt. Bleibt also dran, es lohnt sich. Jetzt geht es weiter mit cooler Musik. Hier ist Radio Qi. General, die Übertragung der Radiosendung kommt aus der Wüste von Quadrant 79. Die letzte Patrouille ist durch diesen Quadranten vor 4 Tagen gefahren. Im Bericht fand ich keine Erwähnung von Oberflächenbewohnern. Ein Aufklärer konnte uns nur noch ein kurzes Video senden, bevor er seine Funktion einstellte. Das sieht aus wie eines der Containerdörfer, wie sie nach dem Angriff entstanden sind. Diese Containerdörfer wurden doch, bis auf die 8 uns bekannten, alle abgebaut. Stören Sie ganz offen diese Frequenz? Jawohl, General. Die Koordinaten wurden soeben von der orbitalen Station bestätigt. Es ist mir ein Rätsel, wie in nur 4 Tagen dort ein Containerdorf entstehen konnte. Im Orbit selbst wurde nichts Ungewöhnliches entdeckt. General, die Auswertung der KI ist abgeschlossen. Es ist erwähnenswert, dass die KI zu 100% zu dem Schluss gekommen ist, dass es sich hierbei nicht um ein irdisches Containerdorf handelt. Der zweite Aufklärer ist ebenso abgestürzt wie der erste Aufklärer. Es gab beide Male nur wenige Sekunden für eine Übertragung. Wenn dies das Werk von Aliens ist, dann frage ich mich, was sie im Schilde führen. Offenbar sind sie an einem Kontakt mit uns interessiert. Es gibt, so wie ich das sehe, nur 2 Möglichkeiten. Entweder ein Unterhändler begibt sich persönlich dorthin, oder wir nehmen einen Kontakt auf über die von Ihnen vorgeschlagenen alten Frequenzen. Lassen Sie die mobile Kommandostation betanken. Die Besatzung sollte nur aus Freiwilligen bestehen. Ich stimme es noch persönlich mit dem Oberen ab. General, ich leite alles in die Wege. Passen Sie auf sich auf. Seien Sie gegrüßt, General Ross. Seien Sie gegrüßt, Oberon. Ich habe den Bericht gelesen. Ich muss der KI zustimmen. Wir haben nur eine einzige Erfahrung mit Aliens. Diese war verheerend. Wie es scheint, es gibt noch weitere Aliens. Möglicherweise sind sie nicht aggressiv. Ihre Assistenz hat mich wissen lassen, dass sie die mobile Kommandostation betanken lassen. Des Weiteren suchen sie nach einer freiwilligen Besatzung. Wissen Sie, auf was sie sich einlassen? Ja, Oberon. Mir ist bewusst, dass dies möglicherweise ein Auftrag ohne Rückkehr ist. Versuchen Sie, mit diesen Aliens Frieden zu schließen. Wir haben zu wenig Ressourcen, wie Sie wissen haben, unsere ganzen Waffen, damals nichts gebracht. Gut, wir sagen unsere Bevölkerung immer wieder, wir haben bessere Waffen, wir haben uns weiterentwickelt. Wenn wir ehrlich sind, haben wir nichts, was einer Spezies, die zu solch einer Raumfahrt fähig ist, entgegensetzt. Ich versuche mein Bestes. Unsere Gedanken sind bei Ihnen. Ich habe gerade die Auswertung der Zeitanalyse bekommen. Zwischen dem Angriff der Soxas und unserer Ankunft hier sind 210 Dorsek vergangen. Henry ist der Meinung, dass sie mit dem Wiederaufbau wesentlich weitergekommen sein müssten. Leutnant Nicole hat daraufhin planetare Sucherdrohnen losgeschickt. Ich weiß, dass es die Zeitdilatation gibt, aber es ist trotzdem schwer zu erfassen. Wir waren einfach zu schnell unterwegs. Hörst du das? Da ist es schon wieder. Ein Rauschen würde ich ja noch verstehen. Aber wo kommt dieser Ton her? Das Störgeräusch ist seit der ersten Sendung da. Es stört die Frequenzen. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, jemand stört absichtlich die Frequenz. Ginger, Sandra, Achtung! Ein gepanzertes Fahrzeug nähert sich mit großer Geschwindigkeit eurem Standort.
das Fahrzeug ist noch 30 Parsec von eurer Position entfernt. Ich habe euch beide für einen Notfalltransport im Scanner. Des Weiteren habe ich einen Interventionstrupp für den schnellen Transport schon im Musterpuffer. Vielen Dank, Verena. Ich danke dir, Verena. Henry, kannst du mich hören? Ja, Sandra, ich kann dich hören. Verena hat mich schon informiert. Hast du irgendwelche Vorschläge, wie wir uns verhalten sollen? Zuerst eure Sicherheit geht vor. Versucht mit ihnen zu verhandeln, wenn ihr merkt, es hat keinen Zweck. Sagt nur, Energie, Verena weiß Bescheid. Sie warten hier. Mein Name ist Thomas Ross. Ich bin der Kommandeur dieses Quadranten. Bei der letzten routinemäßigen Patrouille dieses Quadranten waren diese Aufbauten noch nicht da. Da außer Ihnen beiden keine weitere Person vorhanden ist, liegt die Vermutung nahe, dass Sie nicht von hier sind. Wie haben Sie innerhalb von wenigen Tagen das hier errichtet? Mein Name ist Sandra. Es freut mich sehr, Sie kennenzulernen, General Ross. Das hier ist meine Partnerin, Ginger. Die Freude ist auch auf meiner Seite, General Ross. General Ross, Sie haben recht, wir hatten etwas Hilfe. Ich nehme an, dass Sie selbst zu einem militärischen Verband gehören. Normale Oberflächenbewohner ergreifen die Flucht, wenn wir kommen. Sie hingegen bleiben ganz offen stehen. Sie zucken nicht einmal zusammen, wenn zwei bewaffnete Soldaten auf Sie zu stürmen. General Ross, mir scheint, dass Sie an einem wirklichen Dialog interessiert sind. Gilt das nur für Sie oder auch für Ihre Führung? Zunächst einmal für mich, überzeugen Sie mich, dann kann ich es an meine Regierung weitergeben. Wir stammen ursprünglich von der Erde. Als wir vom Angriff auf unsere alte Heimat erfahren haben, haben wir uns sofort auf den Weg gemacht. Aufgrund der unendlichen Tiefen des Raums, unserer hohen Geschwindigkeit, der damit verbundene Zeitdilatation, haben wir, bis wir hier eingetroffen sind, 210 Jahre gebraucht. Wir haben keine Raumschiffe im Orbit feststellen können. Das werden Sie auch nie können, nur wenn wir es wollen. Ist Ihnen die Theorie der verschiedenen Zivilisationsstufen ein Begriff? Diese Theorie wurde vor vielen hundert Jahren aufgestellt. Es wird heute noch darüber gestritten, ob sie überhaupt anzuwenden ist. Also ja, sie ist mir bekannt. Die Erde befindet sich derzeit auf dem Entwicklungsstand von 0,81. Wir hingegen haben die Entwicklungsstufe 2 erreicht. Wir haben keinerlei Interesse an den Rohstoffen unserer alten Heimat. Wir erzeugen unsere Rohstoffe selbst mit einem Materie-Replikator. Warum sind Sie hier? Um die Bewohner unserer alten Heimat zu retten. Nur deswegen sind wir hier. Wir waren einst 8 Milliarden Menschen nach dem Überfall durch die Aliens. Waren wir nur noch 3 Milliarden Menschen. Wir können nicht schon wieder einen Großteil davon verlieren. Wer sagt das? Keiner von uns beiden hat gesagt, dass Sie welche zurücklassen sollen. Wie wollen Sie so viele Menschen unterbringen? Unsere Flotte ist groß genug, dass wir die Bewohner eines ganzen Planeten unterbringen können. Wir besitzen 4 Generationen Raumschiffe. Nur einmal angenommen, wir würden mit Ihnen gehen. Diese Aliens könnten uns jederzeit wieder überfallen. Das werden Sie sich nicht trauen. Was glauben Sie, woher wir die Information haben, dass die Erde angegriffen worden ist? Wir haben die Tarax und Zoxas angegriffen und ihnen ihre Schiffe weggenommen. Wir sind diejenigen, die sie bei jeder Gelegenheit jagen. Nein. Sind Sie wahnsinnig? Lassen Sie den armen Mann. Das waren nur die Nerven. Wir sagten bereits nur, wenn wir es wollen. Bitte entschuldigen Sie den Vorfall. Lassen Sie uns bitte weiter auf diplomatischem Weg verhandeln. Sprechen Sie mit Ihrer Regierung, wenn Sie bereit zu Gesprächen sind. Schicken Sie eine Nachricht über eine Ihrer Radiostationen. Wir werden uns dann melden. Verena, Energie. Eigentlich hatte ich gesagt, ihr sollt kein Risiko eingehen. Wir wussten doch, dass die Schilde halten werden. Verena hatte uns ja schließlich die ganze Zeit im Scanner. Danke, dass ihr beide so besonnen gehandelt habt. Echt? Dann weißt du etwa schon alles? Nein, das nicht. Ihr beide hättet jedoch auch aggressiv reagieren können. Ja, hätten wir. Haben wir aber nicht. Nachdem ich gesehen habe, wie entsetzt General Ross war.
fiel es mir leicht, es den Nerven eines überreizten Soldaten zuzuschreiben. Wie sich gezeigt hatte, war es doch richtig. Genau das wird er seiner Regierung im Bericht erstatten. Wir dürfen also gespannt sein. Ja, das dürfen wir. Aber in der Zwischenzeit gehe ich duschen. Gute Idee. Konntest du etwas über das geheime Treffen bei Oberon herausfinden? Ja, konnte ich. Oberons Computer war leicht zu hacken. Ich konnte auf seine Kamera am Computer zugreifen. Jana, spann mich nicht auf die Folter. Was hast du? Zeig es mir. Ich habe es selber noch nicht gesehen. General Ross, wir sind äußerst gespannt auf Ihren Bericht. Nun, die Aliens sind mit einer ganzen Flotte im Orbit. Als ich sie darauf angesprochen habe, dass wir nichts entdecken konnten, sagte eine der beiden Frauen ganz deutlich: Nur wenn wir es wollen. Dann sprach sie mich auf die Kardaschow-Skala an. Ich antworte ihr, dass ich die Theorie kenne, dass sie kontrovers diskutiert wird. Daraufhin sagte sie zu mir, dass die Erde derzeit auf dem Entwicklungsstand von 0,87 steht. Sie jedoch auf der Skala den Entwicklungsstand 2 erreicht haben. Sie haben kein Interesse an unseren Rohstoffen, weil sie die Rohstoffe, die sie benötigen, mit einem Materie-Replikator selber erzeugen können. Als ich sie gefragt habe, warum sie hier sind, bekam ich eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet habe. Sie sagten, dass sie ursprünglich von der Erde stammen. Sie waren selbst nach dem Vorfall noch sehr freundlich. Nach welchem Vorfall, General? Einer der Soldaten hat nach einer Äußerung die Nerven verloren und auf sie geschossen. Zunächst habe ich sie gefragt, wie ihre Hilfe aussehen soll. Daraufhin hat eine der Frauen erklärt, dass sie im Orbit 4 Generationen Raumschiffe haben, dass ihre Flotte in der Lage wäre, die Bevölkerung eines ganzen Planeten zu evakuieren. Ich habe daraufhin gefragt, was passiert, wenn uns die Aliens, die uns überfallen haben, auch sie überfallen würden. Sie sagte, was glauben Sie, woher wir wissen, dass die Erde überfallen wurde? Wir sind diejenigen, die, ich habe den Namen vergessen, die Aliens, die euch angegriffen haben, bei jeder Gelegenheit jagen und ihnen die Schiffe wegnehmen. Daraufhin fielen die Schüsse. Oh mein Gott, sind Sie verletzt? Die Kugeln sind an ihren persönlichen Schutzschilden abgeprallt. Als ich den Soldaten angeschrien habe, ob er wahnsinnig ist, kam von einer der Frauen eine Antwort, mit der ich nicht gerechnet hätte. Lassen Sie den Mann, das sind nur die Nerven. Daraufhin haben sie sich freundlich verabschiedet und auch erwähnt, dass wir sie über Funk jederzeit erreichen können. Dann sind sie in einem grellen Licht verschwunden. Der Soldat muss vor ein Kriegsgericht. Ich denke nicht, dass das nötig ist. Eine Spezies, die offen zugibt, dass sie unsere Angreifer bei jeder Gelegenheit jagt. Da läuft es selbst mir, bei dem Gedanken kalt den Rücken runter. Ich schließe mich der Meinung von Oberon an. Es wäre an der Zeit, sich über den weiteren Kontakt mit ihnen zu beraten. Ja, das ist es auch. Haben Sie gesagt, warum Sie uns mitnehmen wollen? Liegt das nicht auf der Hand? Wenn Sie von der Erde kommen, wissen Sie, wie die Erde früher ausgesehen hat. Das Warum und das Wie müssen wir im Laufe der nächsten diplomatischen Gespräche ergründen. Wer soll künftig die Verhandlungen führen? Wenn Sie es wünschen, würde ich das übernehmen. General Ross wird das tun. Wir werden sehen, wohin das führt. Ich darf doch bitten! Jetzt ist nicht die Zeit für Profilierungskämpfe. General Ross wird das übernehmen. Mit ihm haben Sie vernünftig gesprochen. Stopp, Jana. Aliens, kannst du etwas darüber herausfinden? Ich habe keine Informationen darüber, wirklich nichts. Also, Sie haben Kontakt mit Aliens aufgenommen. Können wir irgendwas in das Aliens-Schiff einschleusen? Hast du eine Idee? Ich hab doch diese Nanoflüssigkeit. Ich müsste nur ein Programm schreiben, das sie selbstständig nach einem Computer sucht. Dann könnte ich den Computer durchsuchen. Mach das, Jana. Ich will diese Technik. Überlege mal, was wir damit verdienen können. Ich mach mich gleich daran. Ich sorge dafür, dass die Putzfrau deine Nanoflüssigkeit bei Oberon liegen lässt. Laut den Berechnungen von Commander Wax sollten wir pro Sphäre nicht mehr als 1 Milliarde Menschen pro Sphäre am Anfang einbürgern. Dadurch wäre eine lockere Besiedlung möglich. Vor allem wäre die Bepflanzung besser in der Lage, das Gleichgewicht vom Sauerstoff zu halten. Die Maximalgrenze liegt bei 1.800.000.000 Menschen pro Sphäre. Captain Norbu ist zuversichtlich, dass bis zu unserer Ankunft 4 Sphären fertig sind.
Gut, dann können wir das schon mal abhaken. Hast du die Novellierung von Henry bezüglich der Vorgehensweise bei Straftaten gelesen? Ja, habe ich. Ich finde es jetzt besser gelöst. Zugegeben, die Dergosch waren eine echte Ausnahme. Und letztlich haben sie durch ihr Verhalten sogar einen Planeten gewonnen. Nun, wie man's nimmt, hätten sie sich benommen, wären sie mit in die Kolonie eingetreten. So müssen sie jetzt zu sehen, dass sie ihre Technik selbst entwickeln. Ginger, Sandra, ihr beide habt beim letzten Teleport gefährliche Keime mit an Bord gebracht. Aufgrund dessen werde ich künftig bei Teleports weitere Sicherheitsprotokolle aktivieren müssen. Um mögliche Fremdstoffe, solange sie noch nicht materialisiert sind, zu entfernen. Haben wir mit den Keimen jetzt alles kontaminiert? Mal den Teufel nicht an die Wand. Nein, ich konnte sie noch rechtzeitig im Transporterraum entfernen. Ich wollte es euch nur wissen lassen, warum es in Zukunft eine Sekunde länger dauern wird, bis ihr materialisiert seid. Danke, Verena, für die Information. Ich habe auch eine gute Neuigkeit. Ich habe ein Radiosignal von General Ross empfangen. Ich lege es euch auf den Lautsprecher. Vielen Dank, Verena. Danke, Verena. Hier spricht General Ross. Ich rufe Sandra und Ginger. Bitte meldet euch. Du glaubst es nicht, Jana. Ich hatte gerade ein sehr interessantes Gespräch mit dem Diplomaten Finn Finn von Quadrant 28. Er fühlte sich offenbar dermaßen übergangen, weil er nicht die diplomatische Leitung beim zweiten Treffen mit den Aliens hat. Dass er mir erzählt hat, dass General Ross schon einen zweiten Kontakt mit den Aliens aufgenommen hat. Paps, weißt du schon, wann das Treffen ist? Ja, weiß ich. Es ist morgen im Lauf des Vormittags. Dann werden wir sehen, was deine Nanoflüssigkeit leisten kann. Beeindruckender Auftritt. Diese Technik will ich auch. Sobald ich in deren Computer bin, hole ich uns die ganzen Baupläne. Ich möchte Ihnen den ersten Regierungsvertreter, Oberon von Quadrant 27, vorstellen. Meine Damen, es freut mich, Sie kennenzulernen. General Ross hat mir nur Gutes über Sie berichtet. Nehmen Sie doch bitte Platz. Hallo, ich bin Sandra, das ist meine Partnerin Ginger. Hallo, meine Herren, danke für Ihren freundlichen Empfang. Ich muss gestehen, dass ich so viele Fragen an Sie habe, dass es mir schwerfällt, einen Anfang zu finden. Beginnen wir doch mit dem Offensichtlichen. Durch die Zerstörung des Mondes haben sich sämtliche Gezeiten verändert. Es ist offensichtlich, dass Sie wirklich Hilfe brauchen. Unsere Ingenieure sind gerade dabei, mit Gravitationsblasen dem Mond wieder eine einigermaßen stabile Struktur... So, mein Spion ist platziert. Jetzt heißt es warten. Was die Mission angeht, werden Sie ohne großflächige Terraformierung nicht weiterkommen. Des Weiteren ist der schwindende Anteil des Sauerstoffs in der Atmosphäre besorgniserregend. Ich würde mir gerne eines dieser Generationen Raumschiffe anschauen. Ich werde Ihre Anfrage dem Admiral unterbreiten. Ich bin mir sicher, dass er Ihrer Bitte Oberon zustimmen wird. Meine Damen, ich freue mich schon auf unser nächstes Treffen. Wir lassen Sie wissen, wann es dem Admiral terminlich passt. Meine Herren, wir sehen uns beim nächsten Treffen im Orbit. Verena, Energie. Teleporter-Alarm, unbekanntes Medium im Transporter. Alle Computerprozesse werden beendet. Notfallprotokolle sind aktiviert. Verteidigungsprotokolle aktiviert. Ginger, Sandra, ich hole euch daraus, versprochen.